Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jawohl, wir sind hier an der Lagerhalle im Hafen dran und ja, müssen hier Baumaterialien auspacken. Ja, wollen wir mal machen. Wir schwingen mal wieder nice die Hüften und jehu. Und zack. Und wer hätte das gedacht? Wir dürfen Plattenfundament gießen. Yay! Okay, ich brauche doch jetzt mal meine Betonpumpe. Und da sind wir auch schon. Wer hätte das gedacht, dass wir hier eine Betonpumpe brauchen? Wahrscheinlich jeder. So, okay, dann wollen wir das Ding mal hier nice platzieren. Ich würde sagen, so steht das Ding echt gut, ne? Richtig edel. Dann fahren wir mal unser Rohr aus. Also, das von der Betonpuppe. Mal den Deckel hier hinten auf und holen wir mal das gute Zeug. Das Gold in Grau. Oder auch in Betonfarben. Wow, Moment. So, dann hat mir auch jemand den Tipp gegeben gehabt, ich soll mich hier mal so einen 90-Grad-Winkel hinstellen. Ich weiß gerade deinen Namen nicht. Sorry, ich fühle dich angesprochen. Und zwar wäre das dann. Wow. Beschissen nur zum einen. Wollte ich nicht gerade sehen, nein. Moment. Warum kann ich hier die Schore nicht benutzen? Moment. Okay, das mit dem 90-Grad-Winkel funktioniert so nicht. Okay, fahren wir mal ein Stück hier weiter rüber. So. Ah, jetzt, komm. Ah, ne, halt. Und jetzt sollte es doch gehen. Ah, jetzt geht's doch. Sehr schön. Gut, nicht ganz 90-Grad-Winkel, aber ich denke mal, das wird gemeint sein. Dass wir uns da nicht immer so ein bisschen im Weg stehen mit dem Schniepel hier. So, und dann hier Vollgas rein mit dem Zeug. Das gute flüssige Gold in Grau. So, komm mal bis dahin hin. Ja, ne, sollte reichen. Moment, wir drehen mal die Kamera ein wenig. Und ab dafür. So, und rein mit dem Zeug, jawohl, sehr gut. Immer drauf, immer drauf. Schön die Fußbodenheizung hier. Oh, Moment, ein bisschen höher. Okay. Läuft nicht ganz. So, jetzt. Okay. Und rein damit. Oh Gott, ey. Das zu steuern, ne? Ich krieg's echt nicht hin, ne? Ich bin's. Oh, schon leer. Was ist das denn? Voll die Sparpackung. Da ist ja nur eine Pfütze rausgekommen. Naja, gut, okay. Egal. Weiter geht's. Einmal neu kaufen. Einmal wieder neu reinfüllen. Dankeschön. Und ab dafür. Wow. Und bitte nicht gegen die Baumaschinen laufen. Das könnte gefährlich sein. Gut, dass ich einen Bauhelm auf hab. So. Und weiter geht's. Und wir betonieren uns den Wolf. Ja, komm her. Ja, sieht ein bisschen wellig aus, aber hey, ne? Tritt sich fest. Kein Problem. Aber warte mal, wir machen hier ein bisschen am Rand mal. So, hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Dann sind wir auch schon bei 65% und dann sollte der Hase hier langlaufen. Ne, hier sollte besser kein Hase langlaufen. Es gibt Fußtapsen im Beton. So, jawohl, schon wieder leer. Dankeschön. Und wieder neu kaufen und wieder Vollgas da rein. Jawohl. So, ich laufe diesmal hier rum, dann wird mir auch nicht schlecht. So, und weiter geht's. Halt. Ey, was?
Moment, was ist das jetzt hier? Warum sie... Ah, jetzt, okay. Und 83%, jawohl, hier, komm, da noch ein bisschen. Dann die letzten 10% hier. Noch 7. Noch 5, jawohl, komm her. Wir wollen hier keine Gitter mehr sehen. Na komm, da gibt mir noch ein bisschen was. Komm, wir müssen irgendwo die 100% voll werden. Oh, komm, ey. Echt jetzt? Wo müssen wir denn hier noch hin? Da unten ist noch was. Jawohl, wir haben es geschafft. Juhu! So, zack, haben wir das doch erledigt. Sehr schön. So, wollen wir das ganze Ding hier mal wieder einfahren. Warte mal. Sieht wirklich ganz geil aus, ne? So, zack, Screenshot. Danke. Und runter mit dem Maschinchen. Ich würde sagen, den Rest lassen wir erstmal hier so stehen, weil ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch mehr brauchen. Ich würde mich wundern, wenn nicht. Aber hier das Sprudelbecken hier machen wir mal aus, weil sonst muss ich gleich wieder auf Toilette. Und das will man nicht, wenn man hier oben im Kran sitzt, ne? Dann musst du eine Flasche pinkeln. So, auf geht's. So, was brauchen wir denn? Stahlträger, Palette Metallbauteile, Palette, was? Sandwich-Elemente, was auch immer das ist. Hm, Sandwich, könnt was essen. Aber wahrscheinlich ist das nicht so geil, wenn man da reinbeißt in die Sandwich-Elemente. Muckelt man zumindest. So, warte mal, einmal die hier hin. Zack, die liegen schon mal, so. Was sind denn hier die Sandwich-Elemente? Was sieht denn hier aus wie ein leckeres Sandwich? Hier die gelben Dinger. Zack, jawohl. Die nehmen wir. Na, die sehen wirklich nicht zum Essen aus. Macht aber auch nichts. Ich habe ja mein Butterbrot hier oben in meiner Kanzel. Mama, ich habe Hunger. Was gibt's zu essen? Mach dem Brot. Was? Wer kennt es? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zack. Schulzeit lässt grüßen, ne? Kommst von einem harten Schultag nach Hause, bist völlig fertig mit den Nerven. Und dann gibt's Brot zu essen. Und du denkst dir, wow. Ich will jetzt eine halbe Kuh auf Toast und es gibt Brot. Lang, lang ist her, ne? Lange ist her. Sehr lange ist her. Leider. Egal. So, weiter geht's. Das letzte Sandwich hier hingeballert. Und dann brauchen wir noch Metallbauteile. So, was sind die Metallbauteile? Das dürfte... Moment. Ich glaube, die rote Palette hier hinten sein, oder? Ist das die rote? Wir gucken mal. Ja, ich würde fast behaupten, das ist die rote hier hinten. Na komm, ran da. Jawohl. Schieben wir die mal hier rüber. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr geil. Runter damit. Nice. Okay. Dann wollen wir mal die Stahlträger setzen. Für die gute Lagerhalle, ne? Müssen wir auch Stahlträger haben. Na komm. Jawohl. Und rauf mit dem Ding. Oh, direkt den ersten Mal hier hinten irgendwo hin pflanzen. Na komm, nein, und schon dran, jawohl, na, fast, und
Zack, sitzt doch wie gegossen. Läuft doch wie geschmiert hier mit den Stahlträgern. So, nächster, jawohl. Wie viel sind das insgesamt? 8 Stück, ne? Ja, nice, kriegen wir hin. Schön hier auf Tiefen entspannt hier ein paar Stahlträger hinballert. Jawohl. Und lass mich raten, danach dürfen wir die Stahlträger, die so oben für die Querverstrebung sind, dahin setzen. Das wird ja eigentlich ein lockerer Auftrag, ne? Muss man ja mal sagen. Ein bisschen Lagerhalle bauen hier. Komplett auf Tiefen entspannt hier. Nein, oh, genau das sollte nicht passieren. Nein, 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 nicht umfallen. Bleib stehen. Komm da ran mit dem Haken da. Wo ist er? Nein. Oh Gott, jetzt. Der war knapp. Sehr schön. Und next one. Jawohl, sehr schön. Aber schon mal hier 50% der Stahlträger erledigt. Ja, moin. Halt, stopp, nicht in den Baum. So, da sollst du hin, genau. Und nein, oh, boah. Habt ihr die Reaktion gesehen? In der Luft habe ich den Stahlträger wieder gefangen. Ich sollte zu wetten, das gehen. Kann er den Stahlträger in der Luft fangen? Ja oder nein? Man weiß es nicht. Thomas Gottschalk. Total in Konzentration. Na moin. Er konnte es nicht. Ich sollte aufhören, die Stahlträger zu früh loszulassen. Das ist, glaube ich, besser für die Umwelt. Na komm. Jawohl. Sehr gut. So, den nächsten hier dran. Dann haben wir es doch schon fast. Der ging schnell. Der ging sehr gut. Ja, zwischenzeitlich funktioniert auch mal was bei mir. So, einmal da rum, einmal hier rüber. Na komm, einer. Ja, pendel dich da rein. Komm. Vielen Dank. And the last one. Zack. Und ran da. So. Ja, komm. Sehr gut. Ja. Herrlich. Ein Traum. Juhu. Na, wer hätte das gedacht? Querverstrebung. Ole, ole. Jetzt hätte ich es geahnt. So, jetzt müssen wir mal ran. Wir gucken, dass wir da dran kommen irgendwie. Wo ist denn hier? Jawohl. Rauf damit. Und einmal hier rüber. Da fangen wir direkt hier hinten in der Ecke an, würde ich sagen. Der, der am weitesten weg ist. Ah, wir waren schon dran. Nein. Jawohl. Zack. Da müssen wir wahrscheinlich auch wieder diese Wellblech-Bleche wieder da an die Wand piddeln. Ne? Das wird auch nochmal so ein Krampf. Aber gut. Das ist ja nicht die erste Lagerhalle, die wir bauen. Ne? Wir sind ja Profis. Na komm, noch einmal. Jawohl. So. Pitteln wir uns den hier noch ran. Zack, rauf damit. Und ran da.
Herrlich, das läuft doch hier wie geölt hier. Na. Komm, Pedal zurück. Jawohl, genau so. Und den letzten hier. Da sind wir doch hiermit schon mal fast fertig. Sieht doch schon halb aus wie eine Lagerhalle, wie ich finde. Schauen wir mal, wie... Na, ah, ich war doch da. Komm. Na, Pendel. Jetzt. Jawohl, sehr gut. 1, 0, 4. So, Gurtungen müssen wir befestigen. Was? Ach so. Okay, dann müssen wir mal hier die Gurtungen befestigen. Wo machen wir das? Wo sind die Punkte? Hier hinten. Ah, die Dinger hier. Zack, direkt hier Hüften schwingen, auf geht's. Ah, die Dinger. Nice. Kein Problem, ne? Die Juten Jurtungen. Gurtung. Schauen wir mal, hier nochmal. Sehr schön. Gut finde ich auch, dass wir von der Palette nur eine hatten. Hier stehen jetzt auf einmal vier. Herrlich. So, markierten Bereich räumen. Juhu. Moment, lass mal hier raus. Ist der markierte Bereich geräumt? Nee, natürlich nicht. Doch, sowohl. So, Moment. Ich glaube, wir brauchen den Betonmischer hier nicht mehr erstmal. Wir fahren den mal eben auf Seite hier. So. Platzieren wir mal hier. Und die gute Betonpumpe platzieren wir auch woanders. So, ein. Das, also, ne, halt. Und so. Ja, das sieht aus wie eine Lagerhalle, oder nicht, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Es wird, es wird. Wenn nichts wird, wird, wird. Ja, zack. So, die platzieren wir jetzt mal hier drüben, die Pumpe. Ach komm, echt jetzt? Jetzt krieg ich eine Strafe wegen rückwärts über Rot fahren? Ja, moin. Kann man ja diese blöde Ampel da wegholzen, da braucht doch kein Mensch. Baut Kreisverkehre, Leute. Spart Strom. So, zack. Und wieder rein hier. Jawohl, sehr gut. So, wo müssen die Dinger denn jetzt hier hin? Ah ja, okay, ich sehe schon. So, die kommen direkt hier vorne dran. Muss direkt hier dran pappen. Zack, Nummer 1, jawohl, läuft. So, Nummer 2. Na komm. Ein Stück höher, jawohl. Ja, ist dran, sehr gut. Next one. Ein Stück höher. So, jetzt müssen wir hier rüber wahrscheinlich, ne? Ah ja, okay. Oh, ich sehe schon. Hier hinten an der Wand. Interesting. Es wird wahrscheinlich wieder so voll der Krampf. Naja, gut, kriegen wir irgendwie da dran. Passt schon. So, warte mal. Zack. So, einmal rauf. So, das muss hier drüben. Warte mal, wir drehen mal das gute Stück hier mal ein klein wenig. Ja, so dürfte es einfacher gehen. Mal gucken, dass wir die hier irgendwie da dran gepaddelt kriegen, ne? Ha, easy, kein Problem. Ne, warte mal. Da wäre ein Problem, weil wir haben keine Tür hier drin. Zack, siehst du, geht doch.
So, was haben wir hier noch? Hier dieses große Eingangstor, das machen wir mal direkt. Zack. Naja gut, so viel zu dem Thema großes Eingangstor. Sieht nicht aus wie ein Eingangstor, aber hey. Aber ist am Eingangstor dran, also. Wir wollen ja nicht kleinlich sein. Zack, ist dran. Sehr gut. Jetzt mal die Frage, wo ist denn... Ah, jetzt. Ich wollte sagen, wo ist denn der Haken vor dem großen Ding da? Oder vielmehr der Hakenpunkt. So. Das auch noch hier schön drüben an die Wand tackern, ne? Tacker, tacker. So, dann nehmen wir uns mal hier das große Stück hier. Schauen wir mal. So, wo ist denn... Ah, ja, ich sehe schon. Ich wollte sagen, wo ist denn die eine Wand da mit dem Türchen da drin? Die liegt ja ganz unten. Also sprich, wird die als allerletztes reingesetzt, ne? Ja, easy, kein Problem. Zack, hängt drin. So was wir lange nicht mehr gefunden haben, ein goldener Hämmerchen. Ist schon ewig keins mehr gesehen. Ich sollte mal wieder auf Suche gehen. Naja, wir werden schon welche finden noch. So, warte mal. Ja, drüben, ne? Einmal hier drüben auf die Seite. Ja, nehmen wir da. Ist auch okay, kein Problem. Moment, ich muss hier drehen. Oh, ich sehe nichts. Wir sehen sie überhaupt nichts. So. Na, komm ran hier. Jawohl. Und rauf damit. Ich muss die Kamera wieder ein bisschen drehen, damit ich überhaupt irgendwas sehe hier. Ein Traum in Grau, oder? Was meint ihr? Direkt hier am Hafen ein Träumchen. Da freut sich doch jeder Firmenbesitzer hier. Schöne neue Lagerhalle hingezimmert. Na komm, wird grün. Wird grün, wird grün, wird grün. Oder auch nicht. Oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hä, wo? Okay, wie Sie sehen, sehen wir echt gar nichts. Ne? Jetzt. Herrlich. So, dann wollen wir die noch da vorne drin machen. Dann noch da hinten die mit dem Türchen drin. Und dann haben wir doch hier wieder einiges gerissen. Und wahrscheinlich werde ich dann die nächsten Wände auch noch dran zimmern müssen. Weil da sind ja noch ein paar Paletten am Start, wie ich gerade gesehen habe. Nervig. Aber dafür sind wir da, ne? Bauen, bis der Arzt kommt. Und wenn ich baue, kommt der Arzt ganz schnell. Zumindest im Real Life. Aber nicht aus Schnelligkeit oder so, sondern weil ich wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich definitiv einen Arzt brauche. Also ich glaube, ich bin so der Typ Mensch, wenn du mir eine Nagelpistole in die Hand drückst, da ist niemand sicher. Selbst ich nicht. Und ich würde wahrscheinlich hinter der Nagelpistole stehen. Zack. Und dran. Also wenn ihr mich irgendwo mal auf der Straße seht und ich habe eine Nagelpistole in der Hand, ne, geht weg. Ist besser für euch alle. Und für mich.
Oder schlag mir das Ding aus der Hand. Das ist auch besser für die Umwelt. Also so, zack. Ran da. Naja, so ganz linke Hände habe ich nicht. Es geht noch. Aber ich würde mich da sehen, mich irgendwo mit so einer Nagelpistole irgendwo festzutackern. So unabsichtlich. Mit so einem... Ups. Oder ein... Oh nein. Aber gut, das... Oh nein, das würde wahrscheinlich anders ausfallen. So, da wollen wir hier die restlichen Wände dran tackern. Ich glaube, ich bin in so einem Kran ganz gut aufgehoben. Jawohl, sehr gut. Ja, ganz schön anstrengend hier die Aufgabe. Was heißt anstrengend? Aber das ist schon Einöde, ne? Bisschen trocken, so. Wüsten-like. Aber muss gemacht werden, ne? Gehört zur Aufgabe dazu. Wie viel sind wir? 10 Stück? Ah, easy. Kriegen wir doch hin. Gar kein Problem für uns, ne? Ich bin Stapler Fahrer Klaus, ich bin Scheibenwilli der Baukranführer. Ist genauso schlimm. Na, nein. Ja. Okay, Hammer. Na, ah, das ist wohl auch zu speichern hier. So, wo liegen die Wände denn hier? Warum liegen die denn so krumm und schief hier? Was soll denn das? Könnte hier die, das Baumaterial nicht vernünftig hinlegen? Was ist denn hier los? Zack, rauf da. Ja, damit. Wir brauchen Wände, bis die Schwarte kracht. Wow, Vorsicht. Ah, und? Ran da, ja. Ja, easy, ne? Zack. Jetzt hätte ich das gelernt. Auch wenn man nicht wirklich viel sieht, ne? Oh Gott, wo wäre hin? Mein Kran haut ab. Okay. Und rauf damit. Komm, die letzten Wände kriegen wir auch noch hin hier. Zack. Dann müssen wir wahrscheinlich das Wellblechdach da nochmal oben drauf packen. Ja, das sieht gut aus. Dann auch wahrscheinlich... Wo kommen denn die anderen Stahlträger hin? Da liegen ja noch Stahlträger. Wo kommen die denn hin? Wo hatten wir beim letzten Mal noch die Stahlträger? Man weiß es nicht. Ist ja eigentlich hier auch voll die Platzverschwendung, ne? Wenn man ehrlich ist. Hier könnte man noch zwei Lagerhallen hinbauen. Oder eine große. Ich meine ja nur, ne? So, zack. Letzte Wand an der Seite. Dann noch hier... Ach nee, warte mal. Da hinten kommt ja gar keine Tür mehr rein, ne? Die können wir auch direkt da reinsetzen. Ah, ich trottel. Stimmt ja. Eine Tür da oben würde sich halt nicht so geil machen. Außer man hat noch ein Schlagwerk da drüber. Naja, gut passiert. So, dann, genau. Zack, haben wir die auch noch da dran. Herrlich. Auf tiefen entspannt machen wir hier die Wände fertig. So, runter damit. Zack. Dann noch die zwei kleinen und dann haben wir doch schon mal hier wieder einen nicen Raum geschaffen, oder? Was haltet ihr davon? Sieht doch echt gut aus. Die Stadt ist begeistert von Baumeister Scheinwilli. Zumindest sagt das die Bürgermeisterin jedes Mal, also glauben wir das mal. Wenn die das sagt, die hat Ahnung davon. Wahrscheinlich hat die mehr Ahnung als unsere wirkliche Bürgermeisterin. So, zack.
Ah, komm, ran da. Ah, ne, nicht dahin. Ah, verdammt. Wenn sie nichts sehen, ne? Aber davon viel. Jawohl, sehr schön. Ah, komm, runter, runter, runter. Jawohl, und die letzte kleine Wand hier. Easy. Ja, ging nur ratzfatz. Quasi fatzratz. Herrlich. Jawohl, und ich soll den markierten Bereich räumen. Und ich soll noch mehr von den Dingern da hinsetzen. Ja, ja, gut, okay. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge erst, würde ich sagen. Hat jetzt lang genug gedauert. Ich laufe mal hier ein bisschen über Baum. Warte mal, das sind schon wieder so Wände. Wo kommen die denn hin? Kommt da oben noch so ein Stockwerk drauf? Naja, egal, man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Dummheiten als nächstes machen, ne? Ich sag mal, bis demnächst und ciao, ciao.